Nachdem nun Bregenz und das Rheintal hinter mir liegen, geht es weiter nach Bludenz. Mit Bludenz erreiche ich die letzte große Stadt in Vorarlberg. Der Stadtkern von Bludenz liegt auf etwa 570 Meter Höhe am südwestlichen Fuß des Lechquellengebirges. In Bludenz befindet sich auch die Brauerei Vorenburg, die wir uns nun anschauen wollen. Hallo, ich bin der Dennis von der Brauerei Vorenburg, arbeite im Marketing, also in der Marketingabteilung, und ich erzähle jetzt ein bisschen mal so von der Geschichte der Brauerei, wie sie entstanden ist. Der Ferdinand Gastner hat 1880 entschieden, so am Stammtisch zu seinen ganzen Freunden: Hier im Oberland machen wir auch nochmal ein gehöriges Bier. Wir hatten früher so an die 72 Brauereien im ganzen Ländle. Jetzt sind noch 4 große da. Und das Bier wurde eigentlich auch entwickelt für die Arlberg-Zugverbindung unter anderem, also für die Bauarbeiter. Und dann kam natürlich der Tourismus. Und ja, jetzt sind wir 2022 und hat sich einiges geändert in der ganzen Brauerei. Und zu den ganzen technischen Fragen gebe ich mal weiter an Roland. Der ist bei uns Produktionsleiter und er wird es euch halt weiter sagen. Ja, hallo, ich bin der Roland, bin gelernter Brauer und auch Braumeister, bin hier Produktionsleiter am Standort in Bludenz. Wir befinden uns hier im Herzen einer jeder Brauerei im sogenannten Sudhaus, wo wir eigentlich anfangen, das Bier zu brauen. Und hier haben wir eigentlich wichtige Schritte. Wir haben eben unser Gerstenmalz, das wir brauchen, eine Stärke drinnen, und diese Stärke wird bei uns in Einfach- und Zweifachzucker umgewandelt. Das passiert in den Maisbottichen. Von dort kommen wir dann rüber in den Läuterbottich, wo dann auch die Fest- und Flüssigstoffe getränkt werden. Da entsteht dann erst die Würze. Die Würze kommt dann rüber, nimmt uns in die Hopfpfanne. Da wird dann auch der Hopfen beigegeben. Einerseits Bitterhopfen und am Ende des Kochens auch Aromahopfen, dass man auf einen geschmacklich auch sehr viel bewirken kann damit. Das Ganze dauert circa 8 bis 10 Stunden, je nach Sorte. Also wir haben mehrere Sorten, die wir hier brauen. Angefangen von unserem Standardbier, dem Jubiläum. Wir machen Weizenbier, alkoholfreies Weizen, ein normales alkoholfreies. Ein Bio-Hofbier ist eine Spezialität, wird wirklich nur mit Bio-Rohstoffen hergestellt.
und auch unsere Spezialität, das Oberländer, auch sehr ein hopfenaromatisches und malzbetontes Bier. Vorarlberg ist ein Spezialbierland, ja, also wenn man hinter den Vorarlberg geht, dann findet man nicht so starke Biere wie du. Was mich als Braumeister natürlich sehr freut, hier wird Bier nach Geschmack gebraut und nicht nach Finanzamt. Hier ist es jetzt schon ziemlich warm. Ja. Ich glaube, das ist der Läuterbottich, oder? Das ist der Läuterbottich, ja. Hier ist eben der Schritt, wo wir die Feststoffe von den Flüssigstoffen trennen, wo erst nach der Maische die sogenannte Würze entsteht. Ja. Wir befinden uns jetzt schon im Schritt der Nachgüsse. Das heißt, die erste dicke Maische, die Würze ist schon weggekommen. Jetzt wird das restliche Korn oder wo man jetzt da drinnen sieht, die Treber ausgewaschen, dass wir auch wirklich den ganzen Extrakt, der in diesem Malzkorn steckt, rausbringen, dass wir auch ganz schön viel Bier machen können damit. Also hier sind wir jetzt in unserem Kehr- und Lagerkeller und hier haben wir 20 verschiedene Tanks, oder? Das ist überall, 20 Tanks, wobei wir 3 kleine Tanks haben mit ca. 575 Hektoliter Fassungsvermögen. Die restlichen großen Tanks haben ca. 1740 Hektoliter Fassungsvermögen. Es ist jetzt aber so, wir haben ein Eintankverfahren, das heißt die Gärung und die Lagerung passiert in einem Tank. Es wird nicht mehr gestaucht in liegende Lagertanks. Dadurch können wir die Kapazität nicht zur Gänze ausschöpfen. Das heißt, wir können den Tank maximal, wenn wir sieden, 6 Sude, das sind dann ca. 1400 Hektoliter, die im Tank an Bier drinnen sind. Wir brauchen diesen Steigraum, weil die Hefe einfach so eine schöne Schaumkrone, die sogenannten Kreuzen bildet, und diesen Raum brauchen wir, ja, damit wir uns nicht die ganzen Leitungen wie Luft, CO2 dadurch verschmutzen. So, jetzt haben wir einen ganz schnellen Schritt rüber gemacht, den Laden, den es seit 2019 gibt, da wir in die Flaschenfüllerei nicht rein können, weil da gerade Wartungsarbeiten drin sind, jetzt eine Woche lang. Leider können wir euch da nicht mitnehmen. Aber Roland, vielen Dank für das Ausführliche. Gerne. Hat mich gefreut, dass du da mal raufgeschaut hast zu uns. Genau. Dass du jetzt auch weißt, wo das Ganze herkommt, was du an den Mann bringst und dann die Frau. Genau. Jetzt liegen alle Städte Vorarlbergs hinter mir. Damit ist es Zeit, dass ich mich dem Mont davon zuwende und das 39 Kilometer lange Tal erkunde. Die Pfarrkirche Bartholomäberg in einem Friedhof auf einer Geländestufe in 1000 Meter Seehöhe mit einem bemerkenswerten Ausblick zur Silvretta und dem Rätikon ist eine reich ausgestattete barocke Kirche mit einer bemerkenswerten barocken Orgel, einer gotischen Sakristei und einem gotischen Flügelaltar als ehemaliger Hochaltar und einem romanischen Vortragekreuz.
aus geht es nun hinauf zu den Mayenses. Hier begebe ich mich unter die Erde. Davor darf ich in der Hütte des Bergwerkes noch einige Gesteins- und Erzfunde bestaunen. Rund 150 Meter trieben die Knappen den Stollen mit primitiven Werkzeugen in den Berg. Aus diesem wurde nun unter diversen Auflagen ein Schaubergwerk. Bereits in der karolingischen Zeit wurde hier Bergbau betrieben und im Jahr 1319 ist bereits ein Silberbergwerk nachgewiesen. Das Schrunser Münster ist ein neuromanischer Bau mit einem flachen Satteldach auf dem Langhaus und dem Chor. Das von außen schlicht und schmuckarm wirkende Münster überrascht im Inneren durch ihre reiche Ausstattung mit Bildern und Statuen. Es gehört heute zu den selten gewordenen Kirchen, die noch ganz einheitlich im Nazarenerstil des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts gehalten sind. Im Jänner 2019 beschloss der Pfarrkirchenrat, die Pfarrkirche Schruns zum Münster zu erheben. Schruns verbrachte der spätere Nobelpreisträger Ernest Hemingway zwei mehrmonatige Winterurlaube. In seinen Werken Schnee auf dem Kilimanjaro und Paris – Ein Fest fürs Leben hat der US-amerikanische Autor ausführlich über die Region geschrieben und sie international bekannt gemacht. Gaschurn ist die vorletzte Gemeinde im Montafon, bevor es über die Mautstraße zum Silvretter Stausee hinaufgeht. Die Pfarrkirche ist dem Erzengel Michael geweiht und wurde in den Jahren 1867 und 1868 neben dem Friedhof neu errichtet. Durch das malerische Montafon, welches von der Bieler Höhe bis nach Bludenz reicht, werde ich schließlich zum Silvretter Stausee gelangen, von dem aus ich einen großartigen Blick auf den Piz Puin habe, dem höchsten Berg der Silvretta-Gruppe. Über 30 Kehren machen die Silvretter Hochalpenstraße zu einem Abenteuer, welches sich aber auf jeden Fall lohnt.
knapp 2000 Metern mache ich beim Silvretta Stausee Halt und genieße den Ausblick auf die umliegenden Berge und das hochalpine Gelände.